Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum und grub einen Keltertrog und baute einen Turm. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zu bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knecht, um von den Weingärtnern von der Frucht des Weinbergs zu empfangen. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte einen anderen, und den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten zu ihnen, indem er sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander: Dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, vom Herrn her ist er dies, und er ist wunderbar in unseren Augen. Und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten sich vor der Volksmenge, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hingesprochen hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Markus 12 war das. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euren Namen rufen, ich will euch suchen, ich werde euch finden, wo auch immer ihr jetzt seid. Trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ihr sollt auf Arme getragen werden, bis ihr auf meinen Knien seid. Ich werde euch nach Hause bringen. Sie euch sagten, folgt euren Träumen, folgt eurem Herz. Der Weg wurde kalt. Versucht nicht groß und stark, euch müde zu kämpfen jeden Tag.
Statt Kopie von jemandem ist's besser, ein Kind bei mir zu sein. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Euch die Augen öffnen und bis dahin sehen für euch, sehen für euch in der Dunkelheit. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Mit neuem Leben euch begrüßen, euch begegnen. Es ist ein anderes Leben. Anderes Leben, Leben, das bleibt. Liebe, die reicht. Hoffnung geht nicht ins Leere. Ich bin euer, ihr seid mein. Ihr seid mein. Nehmt noch Brot. Trinkt euch satt, genießt die Pracht. Ihr sollt nicht nur Gäste unter Gästen bleiben. Kehret heim. Sich freuen.